Aber das ist echt unangenehm, wenn man nicht sehen kann. Ich habe die ganze Zeit Angst, gegen irgendwas zu laufen und mich dann zu stoßen. Das ist echt kein schönes Gefühl. Ich fühle mich so hilflos. Wenn wenigstens jemand hier wäre, der mir sagen würde, was hier im Raum ist, dann wäre das schon viel einfacher, aber so fühle ich mich wirklich unwohl. So, das reicht jetzt. Wie gut, dass ich selbst entscheiden kann, wann ich wieder was sehen kann. Ich frage mich, wie es jemandem geht, der sein ganzes Leben lang nicht sehen kann. Hat man sich irgendwann daran gewöhnt? Oh, ihr seid ja auch schon wieder da. Und obwohl ich nicht mehr blind bin, kann ich euch leider immer noch nicht sehen. Aber das könnte sich bald ändern. In 1,5 Wochen, am 7.6., feiern wir nämlich hier in der Stadtmission einen Familiengottesdienst. Ihr müsstet dafür eigentlich schon die Einladung bekommen haben. Und wenn ihr auch mit eurer Familie dabei sein wollt, könnt ihr euch gerne bei mir anmelden. Und dann können wir uns endlich wieder sehen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu meinem Blindenparcours. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man nicht sehen kann. Und ich muss sagen, das ist kein schönes Gefühl. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch mal versuchen. Bei euch zu Hause einfach einen Parcours aufbauen. Dann bindet ihr euch die Augen zu und geht da durch. Und noch einfacher ist es, wenn ihr das mit jemandem zusammen macht, der euch da durchführt. Kennt ihr jemanden, der blind ist? Ich muss sagen, ich kenne keinen persönlich, der nicht sehen kann. Aber ich kenne eine Geschichte von einem Mann, der blind war. Dieser Mann hat vor über 2000 Jahren gelebt und er hieß Bartimäus. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so viel über ihn. Zum Beispiel weiß ich nicht, was mit seiner Familie war oder ob er viele Freunde hatte. Aber ich vermute eher, dass er viel alleine war. Was ich weiß, ist, dass er in Jericho gelebt hat. Das ist eine Stadt in Israel. Und er hat da jeden Tag am Straßenrand gesessen und um Geld gebettelt. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, nicht sehen zu können und dann jeden Tag an der staubigen Straße zu sitzen. Und darauf zu hoffen, dass dir ein paar Menschen ein bisschen Geld geben, damit du dir etwas zu essen kaufen kannst. Das ist kein schönes Leben. Da geht's uns deutlich besser, oder? Da saß er also wieder, wie an jedem Tag. Doch heute war irgendetwas anders. Bartimäus konnte zwar nicht sehen, aber er hat es gespürt. Die Menschen, die an ihm vorbeigelaufen sind, die waren anders als sonst. Die waren irgendwie ganz aufgeregt, als ob sie auf irgendetwas gewartet haben. Ja, da stand heute irgendwas an. Bartimäus hat versucht, den Gesprächen zu lauschen und zu verstehen, worüber sie gesprochen haben. Er hat sich konzentriert und gut zugehört und konnte so ein paar Wortfetzen aufnehmen. Habt ihr schon gehört? Jesus ist in der Stadt. Er soll ganz in der Nähe sein. Vielleicht kommt er ja gleich hier vorbei. Oh, das wäre ja toll. Ich wollte ihn immer schon mal sehen. Da bin ich aber mal gespannt. Man hört ja so einiges über ihn. Hatte er da richtig gehört? Jesus war in der Stadt? Das wäre ja großartig. Bartimäus hatte schon viel von Jesus gehört. Dadurch, dass er am Straßenrand saß, bekam er viel von dem mit, worüber die Leute gesprochen haben. Und man sagt von Jesus, dass er viele Wunder getan hat, dass er über Gott redet. Und vor allem erzählt man von ihm, dass er viele Kranke geheilt hat. Moment mal, das würde ja heißen, oh Mann, das wäre ja krass. Vielleicht könnte er ja auch Bartimäus heilen. Ja, mit Sicherheit konnte er das. Jetzt war es Bartimäus, der ganz aufgeregt war.
Jesus musste einfach hier vorbeikommen. Und dann musste er dafür sorgen, dass er ihn auch sah. Während Bartimäus so darüber nachgedacht hat, wie er das anstellen konnte, hat er auf einmal gemerkt, wie die Leute um ihn herum immer unruhiger wurden. Jesus kommt! Ich glaube, ich kann ihn schon sehen! Wo? Na, da hinten! Da konnte Bartimäus nichts mehr halten. Er fing laut an zu schreien: Jesus, hilf mir! Hab Erbarmen mit mir! Ey, was willst du denn? Jetzt sei endlich still! Es ist ja peinlich, wie der hier rumschreit. Doch Bartimäus hörte nicht auf die Leute. Er durfte diese Chance nicht verpassen. Er wollte unbedingt wieder sehen können. Also rief er nur noch lauter: Jesus, hilf mir! Hab Erbarmen mit mir! Jetzt halt endlich die Klappe! Du nervst Jesus doch nur mit deinem Geschrei! Jesus, bitte hilf mir! Ich brauch dich! Hab Erbarmen mit mir! Jetzt reicht's aber! Du hast hier gar nichts zu melden! Schämst du dich eigentlich nicht? Jesus, Jesus, hier bin ich! Bitte hilf mir doch! Hab Erbarmen mit mir! Auf einmal wurden die Leute alle still. Was war denn jetzt los? Warum sagte denn keiner mehr was? Da rief ihn jemand: Ey, Bartimäus, Jesus hat dich gerufen, du sollst zu ihm kommen. Was? Jesus wollte, dass Bartimäus zu ihm kommt? Das konnte doch gar nicht. Na los, mach schon, worauf wartest du noch? Du musst keine Angst haben, er hat dein Rufen gehört. Bartimäus konnte es gar nicht glauben. Er stand schnell auf und tastete sich zu Jesus durch. Da hörte er eine Stimme. Hallo, Bartimäus, du hast mich gerufen. Was kann ich für dich tun? Bartimäus zitterten die Knie, so aufgeregt war er. Ich möchte wieder sehen, Herr. Jesus sagte nur: Geh nur. Weil du an mich glaubst, bist du gerettet und kannst wieder sehen. Bartimäus konnte kaum glauben, was Jesus da gesagt hatte. Und schon merkte er, wie sich seine Augen öffneten. Er konnte die Welt um sich herum wieder wahrnehmen. Er sah die Bäume und die Blumen, die Häuser. Er sah die Menschen um ihn herum, die ihn erstaunt ansahen. Und er sah Jesus, der ihn anlächelte. Erst stand er nur wie erstarrt da. Aber dann fing er an zu begreifen, was da gerade passiert war. Bartimäus konnte wieder sehen. Er fing an zu jubeln. Ich kann wieder sehen. Jesus, ich danke dir. Du bist wirklich ein besonderer Mann. Du sollst mein Herr sein. Wow, was für eine coole Geschichte. Jesus ist echt ein krasser Mann. Und ich finde, dass Bartimäus auch ein krasser Mann ist. Er hat Jesus vorher noch nie gesehen und trotzdem hat er daran geglaubt, dass er ihn heilen kann. Er hat ganz laut nach Jesus gerufen. Und auch als die anderen ihm gesagt haben, dass er aufhören soll, hat er sich nicht abhalten lassen. Es war ihm so wichtig, Jesus zu erleben, da war es ihm egal, was die anderen über ihn gedacht haben. Auch heute gibt es noch Menschen, die es komisch finden, wenn wir an Gott glauben. Vielleicht hat das auch jemand schon mal zu dir gesagt: Wie, du glaubst an Gott? Den gibt's doch gar nicht. Das ist total bescheuert. Den kann man doch noch nicht mal sehen. Aber ich möchte da von Bartimäus lernen. Ich kann Jesus auch nicht sehen, aber ich möchte trotzdem an ihn glauben und ihn erleben. Und auch wenn andere Menschen das komisch finden, möchte ich an ihn glauben. Und ihr könnt nächste Woche einfach mal überlegen, ob ihr das auch wollt. An Jesus glauben. Und dann könnt ihr ihm das sagen und dass ihr auch wünscht, ihn zu erleben. Dann bin ich total gespannt zu hören, was ihr so mit Jesus erlebt. Bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis bald.